Ich habe gestern Abend irgendwann mal ganz früh die Elefantenspur erwähnt. Das ist die Bezeichnung, mit der der Buddha ein Gleichnis für seine eigene Lehre gegeben hat. Und eines der Merkmale dieser Elefantenspur ist die Darlegung der vier Wahrheiten, der vier edlen Wahrheiten. Was diese vier Wahrheiten, edle Wahrheiten macht, ist nicht, dass sie besonders wahr sind oder dass sie wahr mit einem großen Wesen, sondern dass sie unsere Erlösung bewirken, dass sie, für mich persönlich, dass sie einen Aufforderungscharakter haben, über den ich etwas mehr sagen möchte später. Ein Bild, das der Buddha immer wieder, mit dem der Buddha immer wieder abgebildet oder dargestellt wird, ist das Bild des Heilers, des Arztes. Und dieses Bild taucht in den frühen Texten bereits auf. Es findet dann seinen Niederschlag in der buddhistischen Ikonografie in Indien. In der späteren Literatur redet man sogar vom Medizinguru, Vaisajaguru. Der taucht dann überall auf. Bei den Tibetern hat er sogar einen besonderen kleinen Platz. Wir haben häufige Darstellungen des Buddha mit dem Töpfchen Balsam für die Übel der Welt, für die Leiden der Welt. Das ist eine wiederkehrende Darstellung in China, in Japan. Und das ist interessant, dieses Bild des Buddha trifft ein sehr tiefes Verständnis seiner Lehre. Kein Arzt kann einem helfen, wenn man nicht wirklich mithilft, selbst mithilft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es braucht die Einwilligung des Patienten, sagen wir einmal. Es braucht seine oder ihre Therapiewilligkeit. Und es braucht zuallererst einmal ein Eingeständnis, dass da Leiden ist. Oder dieses Eingeständnis geht nicht ab. Es ist kaum Heilung zu erwarten, wenn wir uns das Ausmaß unseres Leidens nicht eingestehen. Und so wie wir Atemübungen machen, ich meine nicht die bewegten Atemübungen, sondern die Atembetrachtungen, da geht es ganz viel einfach mal um Annehmen. Registrieren, um akzeptieren und annehmen. Ja, und das ist nicht etwas, das wir willentlich tun können. Wir können sagen, okay, ich schau mal, ich nehme Bestand auf, das kann man noch so willentlich machen. Das Akzeptieren dessen, was wir da vorfinden und registrieren, das kann man schon nicht mehr so willentlich machen. Da muss man schon irgendwo ein Ja auf einer tieferen Ebene setzen, als einfach, ja, ich will, das reicht nicht, um etwas zu akzeptieren. Ja, es braucht ein bisschen, es braucht diesen Mehr. Es dann tatsächlich auch annehmen. Es ist nicht einfach ein Akt zähneknirschender Toleranz oder mürrisch zugestandener Koexistenz von etwas, sondern da geht etwas hinaus. Ja, da sucht etwas, dass eine aktive Beziehungsaufnahme findet da statt. Dieser Dreischritt, der ist irgendwo ganz wichtig, weil wir kapieren sehr viel mehr, als wir wirklich verstanden haben mit unserem Herzen, mit unserer Herzensintelligenz. Und es ist eine tiefe und schmerzliche Wahrheit, dass wir um sehr viele Dinge wissen, ohne sie verstanden zu haben. Dass wir möglicherweise sogar sie thematisieren können, dass wir darüber zu sprechen vermögen, ohne dass wir den Schritt des Akzeptierens, geschweige denn den des Annehmens wirklich nachvollzogen haben. Es ist nicht schwierig, ein bisschen Einsicht zu gewinnen, ja. Ein bisschen Feuerwerk und Funkenschlag. Wenn ihr ein paar Tage sitzt, dann habt ihr schon Einsicht in dem, was sich da tut und tummelt in eurem Fischtank sozusagen. Es gibt schon eine Vorstellung, aber aus der Einsicht heraus wirklich Weisheit zu schmieden, ja, diese Einsichten, diese punktuellen, episodischen Einsichten in Weisheit umzumünzen, das ist große Arbeit. Das braucht einiges mehr als nur ein bisschen Funkenschlag. Und etwas Zunder. Es braucht eine ganze Reihe von Sachen. Disziplin, Geduld, Demut, Bereitschaft, sich auf Wiederholungen einzulassen. Irgendetwas von all diesen Qualitäten ist drin, wenn wir bereit sind zu sagen, ich leide. Was ich erlebe, der etwas in mir spürt, das, was ich erlebe, ist nur ein geringes dessen, was mir möglich wäre. Und niemand leidet gerne, versteht ihr, selbst wenn wir es tun, wir geben es nicht sehr gerne zu. Mir gleicht darin dann. Es ist schlimm genug, wenn ich leide, ich brauche das nicht noch anderen Leuten zu erzählen. Ich bin lieber alleine mit dem. Und dieses erste Eingeständnis, dass wir leiden,
dieses Eingeständnis, dass ich vollends glücklich sein könnte. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht im nächsten Leben, wenn alles gut geht. Wenn ich die richtigen Eltern habe und die richtige Regierung und die richtige Ausbildung, die richtigen Lebensgefährten, Gefährtinnen. Wenn ich richtige Kinder habe statt kleine Dämonen, oder wenn ich im richtigen Kloster lebe, ja, von Arahats umgeben bin, wirkliche Arahats, große Aryasavikas, die jeden Tag Erleuchtungsweisheit verströmen, in deren Nektar ich bade, dann geht's wirklich ab. Wenn ich mir also diese Glücksfähigkeit und eingestehe und mich frage, was hält mich jetzt davon ab, wirklich so zu sein? Was ist es, das sich zwischen meine absolute Glücksfähigkeit stellt und da, wo ich jetzt bin? Ja? Dann wird's interessant. Also, das fehlende Stück, die Diskrepanz zwischen euch und eurer Glücksfähigkeit, das nennt sich Leiden. Das nennt der Buddha Leiden. Dukkha, dass es schwer zu ertragen ist. Und ohne, dass wir uns das wirklich eingestehen, auf dem Hintergrund unserer vollkommenen Glücksfähigkeit, dass jede Faser dieses Körpers vollkommen glücksfähig ist. Erst wenn wir uns dieses wirklich vor Augen führen und uns fragen, was ist es denn wirklich, das uns davon abhält? Jetzt, gerade in diesem Augenblick. Egal wie trivial es sein mag. Ein leichter Knieschmerz, heisere Kehle, meandernde Gedanken, die nicht ganz sich bündeln, die Erinnerung an eine Liste von Dingen, die zu tun sind auf meinem Tisch und so weiter. Diese kleinen läppischen Dinge, die mir ein Gefühl geben von nicht vollständig, nicht abgeschlossen, nicht komplett, nicht an einem Stück. Dann kommen wir darauf, was Leiden ist. Die Menge. Manchmal ist es die Menge, manchmal ist es nicht ein großes schreiendes existenzielles Elend, sondern es ist einfach die schiere Menge an klimpernden, bimmelnden Sachzwängen in unserem Leben, die die Details ausmachen, die unsere Tage füllen, einem Gefühl von etwas hinterherrennen, das wir nie recht einholen. Das ist Leiden. Und der Buddha sagt, dass es nur zu transzendieren ist, indem wir es tun, indem wir leiden, ja, indem wir es verstehen, indem wir es annehmen, dass wir leiden, und indem wir bereit sind, uns zuzuwenden, diesem Leiden. Und schon alleine das ist schwierig, weil ich, wie gesagt, ich leide nicht gerne und ich werde nicht gerne dabei gesehen, wie ich leide. Also ich habe Probleme, erstens sind da, wo ich bin, sehr viele Leute. Ich werde dauernd gesehen, praktisch. Und wenn ich nicht öffentlich leiden will, dann muss ich heimlich leiden. Das macht mein Leben schon mal komplizierter. Und wenn ich dann auch heimlich nicht gerne selber leide, dann will ich das nicht. Dann will ich da nicht sein. Und mein Versuch, da nicht zu sein, ist genau das, was vereitert, dass ich verstehen könnte, was mich leiden macht. Versteht ihr? Es ist genau der Versuch, das nicht stattfinden zu haben, was mir nicht in den Kram passt, der mich eigentlich davon abhält, es tatsächlich zu durchschauen. Es ist meine Unwilligkeit, es anzunehmen. Es ist meine Unwilligkeit, es so weit an mich heranzulassen, dass ich es wirklich spüre. Dass ich wirklich spüre, welchen Preis ich bezahle. Nun, rate, dass ich euch vorschlage. Ich schlage euch vor, dass wir genau das Gegenteil machen, dass wir uns bereitwillig darauf einlassen. Nicht, dass wir feiern, dass wir leiden, aber dass wir sagen, okay, ja, ich tue das. Und ihr geht es zwar nicht zu, aber ich weiß, ihr tut das auch. Und jetzt lasst uns mal aufhören mit dem Theater. Und jetzt schauen wir uns doch das mal an. Schauen wir uns die Dinge mal an, vor denen wir davonrennen. Vor denen wir uns fürchten. Mit denen wir uns heimlich plagen. Und dann beginnen die vier Wahrheiten zu spielen. Das Bild des Heilers ist nicht ohne Grund. Es findet zum Beispiel auch eine Analogie in dem Vierschritt dieser vier Wahrheiten, die sich... Ich suche die Stelle immer noch irgendwo in den frühen Vedas zu finden, sind vielleicht Indologen unter uns haben. Ich wäre dankbar für einen konkreten Hinweis. Ich glaube, sie sind entweder in einer der frühen Upanishaden oder in den ersten drei Vedas zu finden. Das Beispiel eines Heilers, der den klassischen Heil Vierschritt noch eines heutigen Therapeuten eigentlich benutzt, dass er eine Anamnese stellt, wenn jemand kommt und sagt, ich leide, und die Symptome sich anschaut, eine Diagnose stellt.
Das würde ungefähr der ersten Wahrheit entsprechen. Sagt, wo tut's weh? Da ist etwas, das weh tut. Sie haben blaue Flecken. Und solange wir uns nicht bequemen dazu, das uns einzugestehen und sagen, ja, das ist nicht normal, ich habe sonst keine blauen Flecken, oder grüne oder gelbe, dann gibt es keine Heilungsmöglichkeit. Die Weigerung, dass etwas wehtut, ist im Grunde genommen bereits die Weigerung, es zu verwachsen, es zu verstehen. Also der Arzt, der Heiler, stellt, nachdem wir uns zu ihm gesellen, stellt diese erste Diagnose, indem er die Symptome anschaut, eine Anamnese macht und schaut, wie manifestiert sich das, was ist die Phänomenologie dieses Leidens. Ein Arzt wird dann weiterhin wahrscheinlich rauskriegen, ob diese Leidenssache eine Herkunft hat, eine klare Ursache. Es ist eine Infektion, ein Unfall, Verdauungsstörung, Parasit. Er wird versuchen, eine Herkunft der Symptome zu eruieren und wird versuchen zu verstehen, wie die Symptome, die erkenntlich sind, mit den möglicherweise nicht so sehr erkennbaren Ursachen zusammenhängen. Desgleichen der Buddha, der Darlegung der zweiten Wahrheit, der Wahrheit von der Herkunft und der Entstehung des Leidens, versucht Bezüge herzustellen zwischen dem Symptom Schmerz, Unwohlsein, Unzufriedenheit, Verzweiflung, Unzulänglichkeit, Frustration, Enttäuschung, Bitterkeit und so weiter. Der wird versuchen rauszukriegen, haben wir etwas getan oder etwas unterlassen, das dazu führt, was wir jetzt hier als unser Leiden bezeichnen. In seiner Darlegung hat er relativ klare Bezüge hergestellt zwischen Formen unseres Begehrens, Dinge zu wollen, unseres Begehrens, Dinge loswerden zu wollen, und unseres Begehrens, andere werden zu wollen. Es ist vielleicht interessant, die Formen von Tanha einmal kurz anzuschauen. Tanha, Durst, ihr erinnert euch dann an den Säufer gestern auf dem Lebensrad, die äußerste Stelle unten, da wo die Probleme wirklich beginnen, ja, nach den Vedana, nach dem angenehmen und unangenehmen Empfindungen, kommt Tanha, kommt der Durst. Und wenn diese angenehm sind, dann möchten wir mehr davon. Mehr, das heißt, mehr Intensität oder mehr Fülle. Ja? Mehr Klang, mehr Bild, mehr Geschmack, mehr Geruch, mehr Berührung, bessere Ideen, mehr Ideen. Mehr Bilder, mehr Vitalität, mehr Intelligenz und so weiter. Das ist eine relativ leicht nachvollziehbare Form von Begehren. Dann gibt es abstrakte Begehren, die sich auf abstrakte Qualitäten richten. Nicht auf reine Sinneserfahrung, sondern vielleicht mehr Anerkennung oder mehr Ruhm oder mehr Geld. Ja, ich möchte jemand werden, der klüger ist oder der berühmter ist. Oder der mehr Anerkennung erfährt. Oder der reicher ist. Steht ihr? Das ist nicht eine unmittelbare Sinneserfahrung, nach der wir uns sehnen, sondern es ist ein Zustand, den wir uns erhoffen für eine Person mit Namen Ich. Ein Zustand, der in der Zukunft liegt meistens. Und von dem Zustand wir uns eine Erhöhung unseres Lebensgefühls versprechen. Ich möchte jemand sein, der sportlicher ist. Das ist nicht eine unmittelbare Sinneserfahrung und dennoch ist es ein Begehren, unter dem man sehr leiden kann. Es ist eine zweite Form des Begehrens. In diesem Bereich spielt sich eine ganze Menge ab. Das heißt Bhavatana, der Werdensdurst. Oder? Der erste heißt Kama, Tanha, nicht zu verwechseln mit Kamma. Kama mit langem A heißt Sinnlichkeit. Bhavatana, Werdensdurst. Und die dritte Form, Vibhavatana, das ist wörtlich das Entwerden, das Aufhören. Wir wollen, dass Dinge aufhören. Dass bestimmte Dinge verschwinden, dass sie ihren Abgang machen. Wir wollen 10 Kilo weniger haben, zum Beispiel. Oder wir wollen aufhören, neidisch zu sein. Ich möchte, dass ich nicht mehr eifersüchtig bin. Oder ich möchte meine Wut loswerden. Das sind Gegenstände von Vibhavatana. Oder meine persönliche Vorliebe, ich schmeiße gerne leere Zahnpastatuben fort. Das tut mir sehr gut, das finde ich sehr befriedigend. Fortschmeißen ist eine
harmlose kleine Form von Vibhavatana. Kennt ihr das Gefühl? Ihr geht mit großen 110 Liter Pavaksäcken durch euren Raum und sagt, ich fülle 3 Stück davon. Ja, das Wohlgefühl, das man hat, wenn man 3 Stück Anhaftungen wegpackt und wegräumt. Ganz einfach mit dem Müllabfuhr. Also das sind kleine Formen von, oder größere Formen von Vibhavatana. Dass wir von einer, wie ihr mittlerweile wisst, fiktiven Person ausgehen, an dieser Person Dinge feststellen, die uns unliebsam sind und die dann loswerden wollen. Es sind alle diese 3 Formen von Begehren, sind unter Tanha zu verstehen. Es ist nicht einfach nur dieses Ich will dies, ja, ich will dies haben. Einiges unseres Wollens, unseres Begehrens richtet sich auf das Gegenteil, ich will dieses loswerden. Also der Begriff Begehren, es ist wichtig, dass ihr den in seiner ganzen Breite versteht. Also der Buddha stellt in seiner zweiten Wahrheit sehr direkte, kausale Verhältnisse her zwischen dem Maß an Leidenserfahrung, das wir ertragen oder schlecht ertragen, und dem Maß an Begehren, in das wir investieren. Ihr erinnert euch gestern Abend nach dem Vedanas, dem Pfeil im Auge, dem Säufer, der Bechert, Tanha, kommt Upadana, kommt Ergreifen, das Erfassen, das Zupacken. Und das ist der karmisch gewichtige Schritt. Wenn wir unser Begehren ertragen, ohne es umzusetzen, ohne es Gedanke, Tat und Wort umzusetzen, dann verklingt Begehren, wie alle anderen Sachen auf der Welt. Es hat sein Entstehen und es hat sein Vergehen. Ja, einiges davon geht schneller, anderes nicht so schnell. Aber es vergeht, es kann sich alleine nicht halten. Oft genug setzen wir dieses Begehren um, auf die eine oder andere Weise. Wir schmeißen Dinge weg, wir schaffen uns Dinge an. Oder wir gehen rudern oder schwimmen oder spinning, wie heißt das? Radfahren. Ja, um einige Formen unseres Begehrens umzusetzen. Und indem wir dieses Begehren bejahen und es umsetzen, dreht sich das Rad weiter. Das ist der karmisch gewichtige Punkt. Untersucht, ob er etwas tun kann. Manchmal muss man nichts tun und es wird gut. Es wird einfach gut. Es sind Selbstregenerierungskräfte des Körpers sind da. Manchmal kann man alles in der Welt tun und es hilft nichts. Jemand stirbt trotzdem. Die Prognose in der Darlegung des Buddha ist eine grundsätzlich gute. Der Heilungsverlauf hängt ein bisschen ab von der Willigkeit des Patienten, der Geduld und seiner Hingabe an die Therapieverordnungen. Manchmal dauert es länger. Mehrere Runden sind nicht ausgeschlossen. Und es sind auch Rückfälle nicht unmöglich. Wenn wir uns wie lange genug wie Borg und Käfer benehmen, dann werden wir als solche wiedergeboren. Einer meiner Mitbrüder in Thailand, ich erinnere mich an einen wirklich eindrücklichen Dhammatok, den er einer Truppe von kleinen thailändischen Schulmädchen gegeben haben. Thailändische Schulmädchen, die sitzen so in Pfadfinderuniformen rum. Und er hat ihnen den Begriff von Begehren beigebracht. Und es gibt ein Tier in Thailand, das den Sirani sich erinnern wird. Das ist ein Gecko. Und der Gecko ist ein an sich putziges Tier, das in Wänden sitzt und riesige Mengen von Insekten vertilgt. Und es hat einen sehr grässlich gierigen Ausdruck. Es hat ein riesiges Hornmaul. Es hat keine Zähne. Und es schleicht sich an diese Insekten heran. Ja, so. Die im Licht kommen. Natürlich der Gecko viel langsamer und unbeweglicher als die Insekten. Die Insekten plattern ans Licht und der Gecko schiebt dann so seine Beine so weit vor, wie es geht. Und dann lehnt er seinen Körper so weit zurück, wie es geht. Und dann schnellt er über seine Beine hinweg, ohne diese vom Fleck zu bewegen, nach vorne mit seinem ganzen Rumpf. Und das Ganze ist begleitet von einem grässlichen Aufklappen seines Maules. Und dann wird irgendetwas gefuttert. Also das ganze Tier ist ein Ausbund von Unschönheit und von Gier eigentlich, wie dieses Zuschnappen. Und das geht nächtelang so. Und mein Mitbruder hat diesen Mädchen erklärt, wenn sie sich wie Geckos benehmen würden, wie sie als Geckos enden würden. Und ich erinnere mich an den Ausdruck des Entsetzens auf den Gesichtern dieser Kinder. Also um die Analogie weiterzuführen, der Heiler in Ayurveda wird dann schließlich auf einen
auf einen therapeutischen Akt kommen. Er wird Vorschläge machen, wie das Leiden zu behandeln sei, wie die Aufhebung der Ursachen dieses Leidens zu bewerkstelligen sei, durch eine Medizin, eine dietetische Vorschrift, Klimaänderung, das übliche Pulver oder so. Desgleichen in der Lehre des Buddha, die vierte Wahrheit, das Therapeutikum, die praktische Umsetzung für die Bewerkstelligung dieses der Aufhebung dieser Leidensursachen, das ist der edle achtfache Pfad. Und das sind praktische Darlegungen, die im Grunde genommen das skizzieren, was buddhistische Lebensführung und Lebens- und Geistesschulung beinhaltet. Darin findet sich sehr detaillierte, sehr ausführliche, präzise Anweisungen, wie Bereiche der Geistesschulung zu funktionieren haben, wie Ethik, ethische Richtlinien sind da drin, Richtlinien der Anschauung, Richtlinien der Lebensführung und so weiter. Also ein ziemlich detailliertes und umfassendes Programm. Und es ist wichtig, mir heute Abend zu verstehen, ich möchte nicht allzu weit reingehen in diesen achtfachen Pfad, weil der bietet sonst mal, wir können da sonst mal gerne reingehen. Das Verhältnis dieser Wahrheiten zueinander ist mir ein wichtiges heute Abend. Es ist nicht sehr sinnvoll, an diese Wahrheiten zu glauben. Es ist nicht so, dass Buddhisten an diese Wahrheiten glauben. Gute Buddhisten glauben ein bisschen mehr dran und schlechte ein bisschen weniger. Und wenn wir das nur fest genug machen, dann kommt es gut mit uns. Das ist nicht der Punkt. Die buddhistische Psychologie versteht unter Glauben, versteht Glauben als eine Funktion des Geistes, so wie Erinnern und Vergessen. Es ist nicht eine primär transzendente Funktion, wie sagen wir im christlichen Glauben. Es ist eine durchaus taugliche und nützliche Funktion, wenn sie mit unserem Erfahrungswissen sich verbindet. Das ist meistens ein Prozess, der aktive Schulung bedarf. Dass wir Glauben und Wissen zusammenkriegen, das ist für die meisten von uns eine Aufgabe. Das läuft nicht einfach so nahtlos. Durchaus auch eine Tugend. An anderer Stelle ist von Satta, von Vertrauen oder Zuversicht die Rede. Und das ist, wird gepflegt und gelobt und gilt als eine sehr taugliche geistliche Fähigkeit. In Bezug auf die vier Wahrheiten ist es nicht von solcher Wichtigkeit. Wichtiger als daran zu glauben, ist die Bereitschaft, sie zu prüfen, ist die Bereitschaft, sich ihnen auszusetzen. In der Darlegung der berühmten Darlegung des in Gang Setzens der Lehre des Buddha, seinem ersten wirklichen Dhammapurtrag, den er kurz nach seiner Erleuchtungserfahrung an seine früheren Mitstreiter und Asketen gegeben hat, redet er von verschiedenen Aspekten dieser vier Wahrheiten. Jede dieser vier Wahrheiten hat drei spezifische Schritte. Und das ist, was diesen Aufforderungscharakter dieser Wahrheiten ausmacht. Die Begriffe, die Kernbegriffe sind in der Darlegung dieser Wahrheiten, ist für die erste Wahrheit, dass Leiden verstanden werden muss. Ja, das Pali dafür ist ein Begriff und das heißt, ein klingender Name, das ist ein Partizip der Notwendigkeit. Ja, es soll verstanden werden. Ja. Und Verstehen, der Begriff dafür ist ein Verstehen, das heißt durch und durch verstehen. Ja. Es reicht nicht darum, einfach zu wissen, vage, sondern man muss sich ihm aussetzen und durch verstehen. Und das können wir nur, wenn wir leiden. Ja. Wir können nur leiden verstehen. Man kann es nicht vermeiden und es irgendwie aus der Ferne verstehen. Deshalb ist dieses Registrieren, Akzeptieren und Annehmen, das wir üben mit Körperempfindungen, von solch fundamentaler Wichtigkeit, auch aus Haltung gegenüber unserer Leidenserfahrung, da wo es uns wehtut, solange wir nicht bereit sind, uns umzudrehen und dahin darauf zurückzuschauen, werden wir weiterrennen. Oder werden wir weiter unsere Vermeidungsstrategien pflegen oder unsere Kompensationsübungen durchziehen. Der Begriff für die zweite Wahrheit, der Kernbegriff, ist, dass die Ursachen dieses Leidens aufzugeben sind. Der Begriff ist Aufgabe. Im Deutschen diese schöne Doppelbedeutung, ja. Etwas aufgeben, ja, so wie man etwas auf der Post aufgibt, man gibt es weg. Aber auch etwas ist Aufgabe, ja, etwas ist uns aufgegeben. Auch hier,
der Aufforderungscharakter sagt nicht, glaube an mich, glaube an die Aufhebung des Leidens, sondern gib die Ursache dieses Leidens auf. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Tu was. Das ist ein ganz deutliches Tu was. Einer der Bhikkhus, die für mein Lehrverständnis sehr, sehr ausschlaggebend waren, dessen Texte ich immer wieder gelesen habe und gelegentlich heute noch lese, ist ein Mönch, der in Sri Lanka gelebt hat und längst tot ist, mittlerweile ein westlicher Mönch. Und er hat das Bild gebracht, er hat diesen Aufforderungscharakter der vier Wahrheiten hat er mit einer Episode aus Alice im Wunderland verglichen, wo Alice auf diese Flasche trifft und die Flasche hat die Aufschrift, trink mich. Und er hat beschrieben, dass die vier Wahrheiten, ähnlich wie die Flasche, die nicht sagt, was sie beinhaltet, sondern nur sagt, was man damit tun soll, nämlich trink mich, ähnlich haben die vier Wahrheiten diese Kernwerte jeweils als Aussage, als Aufschrift sozusagen. Die erste Wahrheit sagt, verstehe mich. Die zweite Wahrheit, die Ursache sagt, gib mich auf. Die dritte, da ist das Verb Satchikaroti, die sagt, verwirkliche mich. Ja. Dritte Wahrheit von der Aufhebung, ja, dass Nirodha, die Auflösung wirklich zu bewerkstelligen ist, sagt, ja, mach das, tu das, verwirkliche mich. Die vierte Aufschrift, der vierten Wahrheit, die ist der Pfad, ja, der Achtpfad, der sagt, entwickle mich, entfalte mich, kultiviere mich. Man kann die Frage nach dem Leiden, seiner Ursache, seiner Aufhebung und dem Pfad, der zu dieser Aufhebung führt, auch ein bisschen anders stellen. Vielleicht persönlicher. Die erste Frage wäre gewesen vorhin, ja, ich, im Hintergrund meiner völligen Glücksfähigkeit, was ist es, das mich abhält, jetzt, heute, hier, wirklich völlig glücklich zu sein? Was sind all die Dinge, die sich da stellen? Die zweite Frage ist, was immer das ist, was sich da in den Weg stellt, hat das Gründe, dieses, was sich da in den Weg stellt? Auf worauf fußt es? Was trage ich dazu bei, dass das sein kann? Was sind die Helfe ich mit, die Bedingungen, auf denen mein Leiden steht, aufrechtzuerhalten? Wo biete ich ihm Hand? Wo biete ich ihm Abstellfläche sozusagen? Was ist mein Eigenanteil daran? Adler, also seine Depressionspatienten, die wir es mit der Frage begrüßt haben, nachdem sie sich, wenn sie sich beklagen über ihre Depressionen, und was haben sie heute nicht getan, dass sie depressiv sind? Also, nicht nur, was tue ich um mein Leiden, sondern was tue ich nicht. Manchmal sind unsere Sünden Unterlassungssünden. Ja. Wir unterlassen es, Dinge nachzuleben, die wir sehr klar spüren und wir zahlen einen Preis dafür. Nicht nur Depression. Auch, aber nicht nur, sondern es ist viel, viel komplexer und größer. Also die Frage, was immer es ist, das mich abhält davon, jetzt völlig glücklich zu sein. Worauf fußt es? Welches sind die Bedingungen, auf denen diese Leidensursache steht? Was ist meine Mittäterschaft? Was ist mein Eigenanteil? Dann die Frage vielleicht für die dritte Wahrheit ist, kann ich diese Grundlagen, kann ich die loslassen? Kann ich die reduzieren? Will ich die überhaupt loslassen? Ja, das ist eine interessante Frage. So ein bisschen Leiden gibt ganz schön was her an Identität. Ja. Man kann von seinen Neurosen ganz schön leben. Ne? Man hat eine Identität, man weiß, wer man ist, man weiß, wo die eigenen Feinde stehen. Ist nicht angenehm, aber zumindest weiß man, was man hat. Freiheit ist doch irgendwo schrecklich, gefährlich, da weiß man nicht, ob man Luft kriegt, ob die Luft da nicht zu dünn ist. Plötzlich müsste man seinen eigenen Ambitionen doch noch nachleben. Ne? Also, ich finde das eine interessante Frage. Will ich denn das überhaupt aufgeben, wovon ich weiß, dass es mich leiden macht? Wenn ihr wirklich Dinge seht in eurem Leben, die nicht zu Klarheit führen, die nicht zu Lauterkeit führen, die nicht dazu führen, dass ihr euch selber Liebe habt und die Menschen ringsum Liebe habt, dass es euch Heil zum Heile gereicht oder dass es anderen zum Heile gereicht, wie die Lehrrede es sagt von vorgestern. Wenn ihr das wirklich seht, wollt ihr das aufgeben oder nicht? Und vielleicht gibt es Dinge, die ihr nicht aufgeben wollt. Und vielleicht gibt es Dinge, die sagen, nein, das ist es wert. Es tut weh, aber es ist es wert. Dann ist es zumindest besser, das zu wissen. Dann ist es zumindest besser zu wissen, okay, das ist der Preis, den ich zahle. Wir zahlen alle einen Preis. Jede Entscheidung. Jedes Ja ist ein paar Nein. Auch jede verschusselte Entscheidung ist eine Entscheidung. Und zahlt, wird eingefordert, da wird ein Preis eingefordert.
Die Frage ist, die, denke ich, lösungskräftige Frage ist, dass ich möglichst genau weiß, welchen Preis ich wann bezahle. Und dass ich das verantworte, selbst wenn es nicht der Konvention entspricht, selbst wenn es nicht mal der Lehre des Buddha entspricht, ihr seid immer noch besser dran, wenn ihr wisst, wann ihr eure Dummheiten begeht und welchen Preis ihr dafür bezahlt. Wenn es genug weh tut, werdet ihr vielleicht anders denken darüber. Die vierte Frage ist einfach, die heißt, wie leben? Wie soll ich leben? Man kann das noch mehr zusammenkürzen und dann könnt ihr das so sagen, wo soll meine Aufmerksamkeit hingehen? Weil da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht die Energie hin. Und da, wo die Energie hingeht, dem beginnt ihr zu gleichen. Das ist, was der Geist aufnimmt und das ist, woran er sich abbildet. Und damit meine ich Menschen, damit meine ich Umgebungen, damit meine ich alles, was ihr durch eure Sinne aufnehmt. Damit meine ich auch alle Zustände, die ihr aufgreift und kultiviert. Jedes Mal, wenn ihr Ärger bejaht, kultiviert ihr Ärger. Jedes Mal, wenn ihr Gleichmut bejaht, kultiviert ihr Gleichmut. Jedes Aufgreifen eines Impulses hat nicht nur die Konsequenz, einen Impuls einfach zu leben, sondern es hat auch die Konsequenz, dass ihr die Impulse stärkt. Das ist wichtig zu verstehen, dass ihr irgendwo bejaht, ja, ich werde impulsiver. Das ist nötig, das zu verstehen. Vier Wahrheiten zur Anwendung, nicht zum dran glauben. Das Bild des Kerkerschlüssels, der sich euch anbietet. Und statt diesen Kerkerschlüssel mit zitternden Händen durch die Gitterstäbe hindurch zu empfangen und an die Wand zu hängen und anzubeten. Das ist, was vielleicht der vermeintlich religiöse Impuls in diesem Kulturkreis uns nahelegt. Und wie wenig tauglich das ist. Ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen. Dass es nötig ist, diesen Schlüssel, rostigen Dreck, wie er ist, in das rostige und dreckige Schloss einzuführen und notfalls mit beiden Händen knirschend zu drehen und die Türe aufzuschieben und hier ist ein tapsigen Schritt in die kühle Freiheit zu wagen. Das bedarf Mut, das bedarf des Mutes, das bedarf der Bereitschaft, Ungewissheit auszuhalten. Ja? Wenn ihr, ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber wenn ihr so spürt in euch drin, wie viel an meiner Vitalität schiere Rastlosigkeit ist, wenn ich wirklich so tief gehe, wie es geht, dann ist da einfach irgendeine Art zitterndes, vibrierendes, ich weiß nicht, ich kann es nicht recht benennen, das Bild, das mir kommt, das ist einfachste Formen des Lebens, wenn man ein paar Aminosäuren zusammenhängt. Ja, lange bevor das so Dinge tut wie Sauerstoff atmen und Sexualität pflegen, funktioniert das noch mit dem Prinzip von Irritation. Ja? Es ist erregbar. Es schwimmt auf Dinge zu und es schwimmt von Dingen weg. Und der Geist ist im Grunde nicht wesentlich komplexer als das. Okay, tut mir leid, wenn ich da jetzt ein paar Neurologen auf die und Schlips trete, aber diese Kräfte, dieses Mögen und Nicht-Mögen ist ein sehr tief sitzendes Prinzip, das der einfachsten Lebensform bereits innewohnt. Und dieses Prinzip regiert ganz vieles unseres Handelns, unseres Vermeidens. Und es ist wichtig, das einmal zu spüren, wie ganz, ganz weit unten, hinter all der Energie, unserer Intuition, unserer Kreativität, unserer Fähigkeit zu Klugheit, zu Komplexität zu begreifen, oder unsere Fähigkeit zu Interaktion, so, was wir für ein Riesending machen auf diesem Planeten, all das geht irgendwo ganz weit darauf zurück, dass eine fundamentale Ruhelosigkeit da ist. Es gibt eben in der vedischen Mythologie ein Bild von der Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Ja, das Bild des Lebens, das sie selbst verzehrt und selbst neu schafft. Diese Rastlosigkeit, diese tief innen irgendwo eine Vibration, eine Unruhe, ja, das geht dann wellenförmig nach außen, manifestiert sich, konstelliert sich. Das wirklich irgendwo spüren, dieses auszuhalten. Dieses und die Ungewissheit, wie das zu leben ist. Oder dass wir Dinge nicht wissen, die wir zu wissen
glauben müssen. Ja. Das ist schwierig. Ich finde das schwierig zu ertragen. Und es ist eine Tugend, die Bereitschaft zu erweitern, das Gewebe zu lockern, dass diese Ungewissheit aushält. Ungewissheit, wer wir sind, was wir tun sollen, was es ist, das wir spüren. Ja. Wir haben über das noch gar nicht geredet, ja, wie wir überhaupt zu den Dingen kommen, wie wir wissen, was wir zu wissen glauben. Das ist eine andere Geschichte. Ihr spürt, wie ihr seid jetzt hier Tage schon und ihr spürt, wie Zustände sich wandeln, wie eure Vitalität im Umgang mit diesen Zuständen sich wandelt, wie nicht nur die Zustände sich wandeln, sondern eure Fähigkeit, euch dieser Zustände gewahr zu werden. Alles deutet darauf hin, dass wir tiefer lernen müssen, anwesend zu sein. Und das heißt, Dinge aushalten, die wir nicht ganz verstehen, die sich noch nicht ganz gezeigt haben, die wir nicht, wo wir nicht genau wissen, wohin mit. Ich kann das nur, wenn ich Zuversicht spüre, wenn ich irgendwo spüre, dass ich geerdet bin, in dem Maße, wie ich dieses Erden erfahre, wie ich mich orientieren vermag, wie ich all diese Ungewissheit, dieses Nicht-Kennen, dieses Nicht-Können an jemanden weitergeben kann. Und das hat etwas mit Zuflucht zu tun, ja, zu dem Teil an mir, der das aushält, der irgendwo spürt, dass egal wie sich das auch aufbäumt, wie sich das, diese Zerrissenheit, wie sich das zeigt, meine vermeintliche Unfähigkeit, das alles zu ertragen, dass das mich nicht in Stücke reißt. Das ist eine Zuflucht. Und ich glaube, wir ertragen immer nur ein gewisses Maß an Wahrheit. Ja. Wir ertragen, es gibt Dinge, die uns einfach so erschrecken, dass wir nicht mehr da reingehen. Und es ist wichtig, dass wir dieses Maß kriegen. Dass wir spüren, was uns zuzumuten ist. Ich weiß nicht, wie sich das bei euch anfühlt, aber es ist so in mir, ich weiß, dass dieses Leben mich tiefer fähig gemacht hat, diese Dinge zu ertragen. Nicht alle Dinge, von denen ich mir wünsche, sie seien verschwunden. Von denen es auch übrigens steht in Büchern, dass Beku sie zum Verschwinden gebracht haben. Nicht alle diese Dinge sind verschwunden, aber mein Maß, diese Ungewissheit zu ertragen, hat zugenommen. Es ist, als ob die Fasern sich gelockert haben, ob ich mehr davon ertrage. Gut, genug für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.